Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe des Super Mario Makers, wo ich eure Level spiele, die ihr mir immer gerne wieder einschenken könnt. Einschicken könnt. So rum. Heute habe ich ein Level von einem Let's Play-Kollegen von mir, dem Pixelkuchen, mit dem ich zusammen die Heart Gold und Soul Silver Dual Lock mache. Randomized Dual Lock, muss man eher sagen. Er hat mir ein ganz normales Level eingeschickt. Im Super Mario Bros. Style. Was noch keiner geschafft hat. Haha. Keiner von vier Leuten. Ich bin gespannt, was mich erwarten wird, denn... Naja, die Vorschau da unten, ich nehme jetzt das untere Bild, verspricht mir irgendwie so weite Sprünge und ich mag keine weiten Sprünge, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr selber mal spielen wollt, ID steht da und auch in der Info wird sie stehen. Und ich würde sagen, ohne weitere Verzögerung, schauen wir mal, was das Level so bringt. Ein ganz normales Level. Gut. Ich bin jetzt nicht ultra vorsichtig oder so, nein. Weil ein ganz normales Level heißt, dass da ganz normale Gegner vorkommen und keine komischen Monstrositäten oder ähnliches. Verdammt. Und ganz normales Level heißt eigentlich immer, hey, schau mal, da hast du einen Pilz gratis. Oder da hast du das gratis. Und da hast du ein One-Up. Aber ich gehe jetzt mal hier zurück, weil da weiß ich nicht, wo ich hinspringe. Und ich mag nicht zu wissen, wenn ich nicht weiß, wo ich hinspringe. Okay. Stern. Okay. Falls irgendwelche Piranhas rauskommen, sind sie tot. Gut. Oh Gott, ey, ich hasse dich für diese Sprünge. Hui. Boah, bin ich gut oder bin ich gut? Und, tata. Ich bin halt irgendwie gut in Mario Bros. Frag mich nicht warum. Ha. Aber es war ein... Ich glaube, du hast geschrieben, das war dein erstes Level, was du kreiert hast. Also, normale Level zu bauen am Anfang ist schon immer eine gute Entscheidung. Um halt ein bisschen reinzukommen. Um halt ein bisschen, naja, reinzukommen halt. Fürs erste Level. Nicht schlecht. Ich möchte mal kurz schauen, boah, wie lange dauert das Favorisieren denn bitte? Wow. Favorisieren? Dankeschön. Ich möchte vorbeischauen in deinen anderen Level mal. Einfach nur so. Und zwar, dass das keiner geschafft hat bisher. Hm. Unglaublich. Und zwar ist ein zweites Level. Think Different. Oh Gott, das werde ich mir vielleicht irgendwann anders mal antun. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Ah, ich hätte vielleicht noch ein Ding jetzt geben sollen. Favo. Ui. Husten. Ja, mein Problem. Wie kommt das denn? Ja, aber, Moment. Gespielte Level. Ihr habt nichts gesehen, das sind meine Level, die ich noch vorstellen mag, eventuell irgendwann mal. Die mittlerweile häufig gespielt werden und irgendwie dauert das mit dem Warten ein bisschen länger als sonst und ich weiß nicht warum. So. Kann ich mal kurz. So. Ein normal Level. Damit wir es mal offen haben. 20% Abschlussrate durch mir. Cool. Ja, wenn ihr selber mal spielen wollt, könnt ihr es machen. Und ich werde jetzt noch eine kleine Sache sagen, die man verbessern könnte. Oder verbessern sollte. Es wirkt ein bisschen leer. Also gegen Mitte bis Ende hin wirkt es ein bisschen, naja, leer halt. Du hast es halt extrem in Länge gezogen. Ja, liegt an den Jumps natürlich. Dass man da eventuell noch was verbessern kann. Liegt klar auf der Hand. Warst nett mit den Items. Also, einen Pilz direkt am Anfang zu geben, ist echt nett. Oder auch später, wenn man einen mal verloren hat. Geht auch noch. Ja, dass die Leute es nicht geschafft haben, verstehe ich gar nicht. Für ein Standard-Level ziemlich gut. Herausfordernd, wenn man nicht springen kann. Aber du hast
schon mal den ersten Schritt getan auf dem Weg zu bösen Leveln, wie die von David, mit seinen bösen flammernden Cheep-Cheeps. Ja, also, kann sich sehen lassen. Durchaus noch ausbaufähig. Du hast auch einen One-Up verteilt, fände ich auch nett. Dann sollte man eventuell nicht Leute in den Abgrund springen lassen. Also, da wo man das One-Up bekommen hat. Also, da wo man das One-Up bekommen hat, nicht unbedingt einfach runterspringen lassen, weil man weiß nicht, soll man springen, soll man runterfallen lassen. Wenn man runterfällt, hat man die Chance, in ein Loch reinzufallen. Wenn man springt, hat man, die Chance, in ein Loch reinzufallen. Eine klarere Abgrenzung wäre da wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller. Das gilt für jeden. Mach nicht einfach so, hey, du kannst nicht sehen, wo du hinfällst. Das kommt nicht cool. Weil das ziemlich arschig ist. Ja, das ist ziemlich arschig. Und, ja, also, doch. Fürs erste oder zweite Level nicht schlecht. Oh, ey, meine Stimme. Heilige Scheiße. Oh, jetzt geht's aber los. Muss gleich mal was trinken hier. Müsste an Suppe gelegen sein. Ja, also. Ich bin auf spätere Level mal gespannt von dir. Vielleicht auch mal ein Story-Level. Würde mich freuen. Ansonsten. Wäre es das von mir erstmal an dieser Stelle. Und ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle auch herzlich. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne selber Level einschicken. Ihr könnt auch gerne mal ein Like da lassen oder Kommentare. Ich freue mich über Kommentare immer gerne. Ständig lese ich sie gerne und kommentiere auch selber zurück. Ihr wisst es, die Leute, die Kommentare schreiben, wissen das. Und ansonsten, ja, sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.